Nein, 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 es ist nicht so toll, ist es nicht, nein, aber es ist da und wir reviewen es wie immer. Na, so, da bin ich. Prime Gaming. Sie haben sich an das Minimalkonzept gehalten, zurückerinnert. Fünf Spiele, alle am ersten Werktag im neuen Monat. Und ja, mehr ist es auch nicht. Nur Prime Gaming, keine Fremdkeys, kein GOG, kein EA, kein Epic, ja genau. Sondern einfach nur fünf Spiele. Wird ein kurzer Review und es ist jetzt kein Müll dabei. Aber wir gehen einfach mal kurz durch. Wie gesagt, es wird ein kurzes Video, weil es sind einfach nur fünf Spiele, zu denen man nicht viel sagen kann oder muss. So, ihr seht, ich habe den Greenscreen nicht aufgebaut, werde es hoffentlich morgen müssen, weil ich habe momentan Frühschicht und bin so ein bisschen durch. Sage ich in letzter Zeit öfter. Ich bin in letzter Zeit aber auch öfter durch. Und ja, deswegen fangen wir einfach mal an. Spiel Nummer 1. Ich nehme mich aus dem Bild und LucasArts, sie führen die Serie einfach fort. Das heißt also, das letzte Spiel, das hat mir übrigens noch völlig gefehlt. Ich habe auch noch nie eins davon gespielt. Ich weiß, die sind toll, aber ich spiele nur sehr wenige Point-and-Click und auch wenn das Klassiker sind, ich gucke mir irgendwann mal ein Let's Play an bei Kronk oder so. Und dann weiß ich das auch. The Curse of Monkey Island ist in fünf Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Aber in echter LucasArts und AAA-Manier alles in Oberfläche, Ton und Untertitel, also auch die Sprachausgabe. Spiel ist von 1997, also ein absoluter Klassiker und kostet immer noch ungefähr 6 Euro, wenn man es neu kauft. Und es ist äußerst positiv bewertet. Ja. Also, es ist einfach eine weitere Fortsetzung von Monkey Island. Ich weiß gar nicht, wie viele sind das jetzt inzwischen? Der Trailer ist ein bisschen länger. So. Mir fehlt noch. Ah, hier ist die Collection. Gucken wir noch mal ganz kurz rein. So, Secret, Monkey Island 2, The Curse und dann gibt es noch Escape von Monkey Island und das sollte dann beim nächsten Mal sein, oder war das schon? Weiß ich gar nicht, ne? Ansonsten über Monkey Island muss man ja nicht viel sagen. Ich mache mal währenddessen kurz mal Prime Gaming auf und suche einfach mal nach Monkey. Wenn er jetzt nicht ein Update machen will. Will er nicht, alle Spiele. Monkey. Wir haben Monkey Island 2. Wir haben The Secret of Monkey Island und seit neuestem halt eben jetzt auch noch The Curse of Monkey Island, wobei das hier, obwohl ich es schon abgeholt habe, gar nicht mit dabei ist. Seltsam, aber das kommt dann vielleicht später. Genau. Ja, Monkey Island, super. Und genau rechtzeitig, um weiterzumachen, oder? Ja, es ist halt das, was es ist. Genau. Ein weiteres Spiel, das ich auch schon hatte, also das eine Monkey Island hatte ich ja nicht, aber das hier hatte ich schon, aber es sieht trotzdem sehr vielversprechend aus. Ich mach's mal an. Von Redlock Studio, wie man sieht. Es nennt sich Shattered, Tale of the Forgotten King. Wir haben Untertitel und Oberfläche in sechs verschiedenen Sprachen und Deutsch ist dabei. Und größtenteils positiv. Die alte Welt ist gemeinsam mit dem König verschwunden, setzt die Realität in diesem dunklen Action-RPG mit geschicklichkeitsbasiertem Kampf, innovativem Open-World-Plattforming und den Zeugnissen der Überlebenden wieder zusammen. Doch vertraue nicht allen. Bist du bereit, Wanderer? Von der Story her hört sich's an wie Loop Hero. Es sieht aber wirklich ganz, ganz anders aus. Es erinnert mich ein bisschen an das Spiel, was wir letztens die Fortsetzung in irgendeinem Bundle hatten, was wir sogar gespielt haben. Ich habe den Namen aber vergessen. Das war aber relativ gut. Das sieht sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Warum ist es nicht so gut? Gucken wir doch mal gerade. Ah, nur wenige Waffen. Und
Die Waffen sind sehr ähnlich zu benutzen. Und die Gegner sind sehr stark wiederholend. War auch gut. Damit kann man leben. Aha, wenig Musik, wenig Gegner. Ja. Das heißt also irgendwie ein bisschen, also sehr schön poliert und so weiter, aber ein bisschen leer. Ja, gut. Wie gesagt, Preis habe ich gesagt, kostet mal was noch 25 Euro, ist von 21. Das ist neu. Ja, Februar 21. Das ist also ein bisschen was mehr als ein Jahr alt. Kann man eigentlich lassen, ne? Gut, dann ein Spiel. Sieht auch sehr schön aus, ist auch sehr positiv bewertet. Out of Line. Ein einzigartiges Adventure-Spiel, randvoll mit wunderschönen Rätseln, komplett handgezeichnet in einem unverwechselbaren 2D-Stil. Mit Out of Line erlebt ihr die Abenteuer von Sun, während er versucht, der Fabrik zu entkommen, die einst seine Heimat war. Ja, okay. Ist also ein Puzzle-Plattformer, handgezeichnet 2D. Sieht sehr süß aus, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Kostet normalerweise auch so um die 11 Euro. Sprache nur Oberfläche, 13 Sprachen, Deutsch ist dabei. Ja, was? Moment, was ist das denn? Aha. Was? Nee, gut, okay, ich wollte gerade sagen, da steht irgendwas, das Spiel wäre auf Steam noch nicht verfügbar, andererseits kann ich es kaufen, ist also Quatsch. Nee, da steht also nur, wir sollen es wishlisten, müssen wir nicht, wir haben es ja jetzt. Out of Line, sieht schön aus, kann ich nicht viel mehr zu sagen, aber vielleicht gucken wir es uns ja an. Soll jetzt kein direkter Vorschlag sein, sondern, gut, Monkey Island, Point and Click, macht wenig Sinn. Aber ansonsten, die Spiele, die hier sind, wenn ihr es sehen wollt, sagt Bescheid am 5. Das ist der Donnerstag. 19 Uhr gibt es einen Livestream zu den Spielen aus diesem Bundle und dem morgen kommenden Choice. Und da schauen wir mal, dass wir da einen schönen Livestream zusammen basteln. Genau, so, noch zwei übrig. Ein Spiel, was ich auch schon hatte, sogar mal angespielt habe. Mir hat der Kampf nicht gut gefallen, aber ich habe wirklich nur ganz nebenbei und nur ganz kurz reingeschaut. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, könnte das Spiel ganz lustig sein. Cat Quest ist auch äußerst positiv bewertet. Also darf ich da eigentlich nicht sagen, dass es schlecht ist. Kann es nicht sein. Also nicht völlig. Ein Open-World-RPG, das in der protastischen Welt der Katzen angesiedelt ist. Aha, gut. Auf jeden Fall, es ist so ein typisches Quest-RPG-Open-World. Ja, ein Open-World-RPG, aber halt eben in diesem Kartenstil. Jo. Kostet normalerweise noch 13 Euro. Sprachen sind 10 unterstützt, nur Oberfläche und Deutsch ist dann natürlich dabei. Tja. Was kann ich dazu sagen? Es sieht sehr klassisch rollenspieltechnisch aus und ich weiß nicht, ob das storymäßig furchtbar wichtig ist, dass es eine Katze ist, aber naja, ich mag Katzen, viele mögen Katzen, Katzen sind niedlich. Warum denn nicht? Juhu, und wir kommen jetzt schon zum letzten, das Spiel, was mir am wenigsten sagt, aber auch das sieht gut aus. Hier. Mail Mole plus Express Deliveries. Sehr positiv bewertet. 3D-Plattformer. Und Sammelmarathon. Melmo ist ein farbenfrohes 3D-Plattformspiel um Molly, der schnellste Briefträger Maulwurf und seine Abenteuer, um Karottenland zu retten. Entdecke unglaubliche Welten, schließe neue Freundschaften, trete gegen Mecha-Maulwürfe an und mach dich auf ein episches Abenteuer gefasst. Jo. Also, ja, ist, glaube ich, für diese Art Spiel, was ganz gut gemacht ist. Ich sehe da seltsamerweise Ähnlichkeiten zu Fall Guys von dem Map-Design, aber ist es natürlich kein Multiplayer Battle Royale ähnliches Geschicklichkeitsspiel, sondern wirklich irgendwas mit ein bisschen ja, Story sammeln und so weiter. Sprachen, 6 unterstützte Sprachen, Oberfläche und Untertitel,
Deutsch ist dabei, keine Sprachausgabe. Hat ein paar Preise bekommen. Kostet normalerweise noch 15 Euro. Und der Publisher und auch der Entwickler, beides Undercoders, sagen mir jeweils nichts. Treasures of Aegon, Super Epic. Sagt mir irgendwas, aber nicht so richtig. Nee, also da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, ach so. Ah, ich sehe gerade, da gibt es auch schon DLCs dazu. Ja. Ein bisschen seltsam. Ich nehme das Mikro mit, sonst werde ich zu leise. Also, ein bisschen seltsam. Also wieder völlig sang- und klanglos, das Pflichtprogramm, 5 Spiele, eine Serie fortgesetzt mit Monkey Island, aber keine Fremdkeys, keine echten Kracher, so wie früher. Nur früher haben die halt eben über den Monat verteilt immer mal wieder weitere Spiele reingestreut, dass wir immer so bei 8 oder so waren. Aber einfach mal so 5 Midcard, also ein Klassiker und 4 sind schön, aber jetzt nichts, wovon die Welt spricht, ja. Ist es wichtig? Nein, es ist kostenlos und einfach so dazu. Und es waren halt eben insgesamt, warte mal, 1, 2, 3 Spiele dabei, die ich noch nicht hatte, von 5. Und alle sehen spielbar aus. Und mit Monkey Island geht es dann auch langsam in Richtung Komplettierung. Wissen wir auch, nächstes Mal kommt nochmal eins, das letzte. Escape from Monkey Island. Ja. Ich kann mich nicht beschweren, bei einem kostenlosen Zusatzpaket sowieso nicht. Also sind wir einfach mal gnädig. Ist okay. Ist okay, nicht toll, aber okay. Ich hoffe, morgen gibt es irgendeine schöne große Überraschung. Und sagen wir mal so, zum Anspielen sind da einige Kandidaten jetzt heute dabei. Wenn ihr irgendwas davon wirklich sehen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Verlosungen gibt es natürlich diesmal nicht. Es sind alles nur Prime Gaming Spiele, die kann man nicht verlosen, weil es da keine Keys gibt. Jo, das war's von mir schon. Morgen gibt es das nächste Video. Jo, und da wird es vielleicht ein bisschen interessanter. Das ist immer, da verliert die Kamera schon den Fokus. Ja. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich lege mich wahrscheinlich gleich hin. Leute, das Homeoffice hat aufgehört. Ich war heute zum ersten Mal seit langer Zeit wieder für eine normale Schicht, noch dazu die frühe Schicht in der Firma arbeiten. Es hat Spaß gemacht, war schön, Leute wieder zu sehen und so weiter und so fort, aber der alte Mann ist das nicht mehr gewohnt. Deswegen, also, morgen nochmal Frühschicht, morgen nochmal Video. Mittwoch, Donnerstag habe ich frei, weil demnächst Nachtschicht. Deswegen am Donnerstag werde ich fit sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wärt. Abo da lassen, Glocke, Twitch vorbeigucken. Ach, das, was diese YouTuber immer sagen. Und das macht ihr dann bitte auch, weil freue ich mich. Genau, Dankeschön fürs Zuschauen und naja, macht's auf jeden Fall gut. Ciao.